Der hier ist auch tot. Er hat sie komplett verwurstet. Hey, sieh mal da, da bewegt sich was. Der Boss ist in der Fabrik. Sag Bescheid. Hey, mit dem stimmt was nicht. Oh, Scheiße. Mal sehen, wo das Licht herkommt. Das war's, du Weg! Du hältst du Scheiße! Okay. Wer hast du? Was ist das für eine Fähigkeit gewesen? Was zum... Da, mir dröhnt der Kopf. Was ist mit mir? Was ist hier passiert? Ich bin in der Autofabrik. Over. Der Schlüssel. Walt hat den GRE-Schlüssel. Das war's, Walt. Dich hole ich mir. Jetzt bin ich auf der anderen Seite. Naja, zumindest hier. Auf die Seite. Aktivitäten. Das will ich nehmen. Er muss hier voll aus rumlaufen. Oh, du Fabrik entdeckt. Thank you.
dich. Du wirst nicht mögen, was gleich war. Jetzt reicht's. Du hast es gewollt. Eins, zwei, drei, ich komme. Wie gefalle ich dir jetzt? Ja! So. War in der richtigen Richtung gewesen. Du bist nicht so heller, was?
Jetzt zeige ich dir, wie ernst ich es meine. Du, dich habe ich doch schon mal getötet. Diesmal geht das nicht daneben. Du warst also mal mein seltsam. Na gut, bevor ich dich töte, darfst du ein echtes Spektakel erleben. So schließt sich der Kreis. Wir kehren an den Anfang zurück. Und nun erlebe, wie Geschichte geschrieben wird. Geschichte? Wir waren 5 Jahre alt. Du hast Kinder gefoltert. Wir waren Kinder. Aber doch für einen guten Zweck. Du kannst mir danken, dass du noch lebst. Stärker bist als andere. Ein Erwählter. Stärker, als ich jemals dachte. Und doch schwächer als ich. Willst du noch was sagen? Was hast du mit meiner Schwester gemacht? Schwester? Was hast du mit mir gemacht? Aiden, du lebst. Lauf! Moment, ich muss... Was zum Henker? Lauf, er verwandelt sich. Ich weiß nicht, wohin. Brecheisen. Lauf! Mach, dass du da rauskommst! Komm schon, lauf! Und wissen, was ist. Thank you.
Und wie setze ich mir die Tür zu, ey? Und jetzt, rede! Wer zum Teufel bist du? Ich bin Aiden, und du? Warum hilfst du mir? Zeig mir deinen Arm! Komm schon! Ich beiße auch nicht. Zumindest nicht fest. Wir haben etwas gemeinsam. An mir hat der Irre auch experimentiert. Mia, hast du sie gekannt? Mia? Nein. Wer ist denn Mia? Sie ist meine Schwester. Wir waren in einer GRE-Einrichtung. Ich muss sie finden. Wenn sie noch lebt, dann verkauft sie sich bestimmt irgendwo in der Stadt. Für Wasser. Was? Kann ihr keinen Vorwurf machen. Was redest du da? Scheiße! Hey! So ist die Welt nun mal. Ich meine ja nur... Ich muss sie finden. Okay, lass uns von hier verschwinden. Keine Ahnung, ob wir dem Psycho los sind. Dann weiß ich auch nicht. Hey! Warte! Wow, ist die schnell. Der Eingang zum Zentralring ist nicht weit. Dort sind wir sicher. Holt ihn rein. Nein! Mia! Aiden! Aiden? Aiden! Mann, du warst gerade komplett woanders. Hast du Albträume von dem, was er uns angetan hat? Die ganze Zeit. Deswegen will ich den Wichser ja umlegen. Waltz ist Nummer 3 auf meiner Liste. So, was ist mit dem Rest der Kinder, die getestet wurden? Was ist mit dem Rest der Kinder, die im Krankenhaus waren? Oh Mann. Irgendwann wird jemand ein Buch darüber schreiben. Und es wird keine gute Nachtgeschichte sein. Die meisten von ihnen sind fort. Einer ist mir mal über den Weg gelaufen. Der wird den Rest seines Lebens mit einem Messer in der Hand schlafen. In dem Kühlschrank, den er zu einem Unterschlupf umgebaut hat, den er niemals verlassen wird. Wir haben keine Therapiegruppe gegründet, falls du es wissen willst. Nö, ist klar. Waltz hat also an dir experimentiert. Wann? Wie lange? Wann? Die Zeit von damals ist mittlerweile so verschwommen. Aber Gott sei Dank konnte ich nach ein paar Wochen abhauen. Ich erinnere mich nicht an dich. Ich werte das mal als Kompliment. An mich erinnert man sich in der Regel ungern. Die meisten vergessen mich lieber, wenn sie über... Aber du bist abgehauen. Aber du konntest vor Waltz... Du hast eine Abschussliste? Ernsthaft? Sehe ich aus, als mache ich Witze? In der Stadt gibt's einen Haufen Müll. Und ich bin die Putze, die hier alles blitzblank machen wird. Na, wer steht sonst noch drauf? Außer Ward, der Schlechter, Hakon und... Ach, weißt du was? Das ist eine verdammt lange Liste. Es gibt auch ein paar kleinere Nummern, die in Bolzen zwischen die Augen verdienen. Und wer hat dich damit beauftragt? Machst du Witze? Für die höchste Autorität des Landes. Meine eigene noble Autorität, euer Ehren. Und du? Was hattest du mit diesem Bastard Hakon zu schaffen? Na, du wirst es kaum glauben, aber er hat mir das Leben gerettet. Als ich in die Stadt kam, war ich infiziert. Kein Biomarker. Die Menschen im Bazar wollten mich aufknüpfen. Klar. Hätte ich auch gewollt. Er hat mich dort rausgeholt, hat mir einen Biomarker besorgt. Unfassbar, dass er mich betrogen hat. Er hat jeden betrogen. Wirklich jeden. Ich habe ihm auch mal vertraut. Wirklich? Erzähl mir davon. Irgendwann vielleicht.
Meine Geschichte ist fast genau wie deine. Er hat mich betrogen. Und Menschen sind gestorben. Vergiss ihn besser. Oder mach's wie ich. Wenn du ihn das nächste Mal siehst, hab am besten eine Armbrust und genug Pfeile dabei. Okay, genug geplaudert. Los jetzt. Er übernimmt das Kommando. Gefällt mir. Wir müssen jetzt los. Umgefallen. Ace, bist du da? Ja, bin auf dem Weg. Wow, ich dachte schon, du wärst hinüber. Waltz hat diese Experimente wohl heimlich gemacht. Verdammter Psycho. Und niemand bei der GRE hat was davon bemerkt? Schauen wir mal. Wo bin ich auf der Karte? Oh, yeah. Bin jetzt unten. Ja. Rotierungspunkt. Irgendwann schon. Da haben sie ihn rausgeworfen. Aber da war es halt schon zu spät. Mit dem UV-Lichter. Und Hakon, warum steht der auf der Liste? Wegen dem Mord an Lucas? Nein. Ich mag die blauen Marionetten, die PKs. Aber Lucas Tod interessiert mich einen Scheiß. Und warum dann? Das, mein Freund, ist eine Geschichte für einen anderen Tag. Sagen wir, jeder auf der Liste verdient einen Kopfschuss. Und Hakon verdient was viel Schlimmeres. Mist, hier war immer... Wir sind ausgesperrt. Na toll. Naja, nicht ganz. Das ist eine GRE-Einrichtung, oder? Funktioniert. Woher hast du den? Kennst du Dylan? Du kennst Dylan? Woher kennst du Dylan? Naja, kennen wäre übertrieben. Er kontaktierte mich, weil er aus der Stadt fliehen wollte. Und vor Waltz. Er hatte Angst, weil wohl irgendwas passiert war oder er was rausgefunden hat. Was zum Beispiel? Keine Ahnung. Er wusste, dass ich mit Frank in Kontakt stehe, aber dann war Dylan weg und hat sich nicht mehr gemeldet. Ja, aber der ist tot. Dylan gab mir das hier vor seinem Tod. Waltz hat ihn getötet. Fuck! Er hat ihn also doch erwischt. Dylan hat mir auch gesagt, ich solle jemanden namens LeWarn finden. Weißt du, wer das ist? Vielleicht war es Schicksal, dass wir uns trafen. Muss einen Grund geben, warum uns das Universum zusammengeführt hat. Was? Ich bin LeWarn. Dylan wollte Frank kontaktieren. Er meinte, der PK-Commander Lucas hätte was gefunden. Irgendwas, das Waltz schon seit langer Zeit suchte. Er wollte raus aus der Stadt, damit Waltz es nicht in die Hände bekommt. Den GRE-Schlüssel? Den hab ich jetzt. Vermutlich. Lucas starb wegen dieses Dings. Dylan auch. Sei vorsichtig. Sonst bist du der Nächste. Auf jeden Fall was Wertvolles. Für Waltz wohl sogar unschätzbar wertvoll. Also pass gut drauf auf. Achtung! Was ist los? Unmöglich. Waltz hat sicher die Generatoren eingeschaltet. Waltz? Wieso das denn? Ich hab keine Ahnung. Wer weiß schon, was bei dem im Kopf los ist. Komm. Beeil dich, ehe sie wieder losgehen. Sehr geehrte Fahrgäste, der Zug ist verspätet. Wir von der Metro Service entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten. Vorsicht an der Bahnsteigkante. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Aber gerne doch. Schnell, Aiden. Sieht aus, als wäre der Weg zum Zentralring frei. Bogen erhalten. Ein Zuhause. Okay, der ist ganz in der Nähe. Na da. Perfekt. Notiz.
dann Richtung zum Stufe 5, zum Ausdauer. Oh, 7 Minuten jetzt. Gehen wir jetzt, oder was? Ich hab Sightseeing gemacht. Haha, witzig. Scheiße. Verdammt! Schau nur, hier sind auch Licht. Es ist voll beleuchtet. Das ist ja echt unglaublich. Komm rauf aufs Dach. Wir schauen uns von oben an. Wir sehen uns oben. Und führt uns in den Himmel. Die Option Schnellreise wurde freigeschaltet. Öffnen Sie das Kartenmenü, ich will den U-Bahn-Schloss nicht bewegen. Hey, wo bist du? Warte mal, man muss erstmal auf der Karte schauen. Also, oh, jetzt zumindest der ist offen. Oh. Juhu, eine ist da hinten frei. Da kann ich. Ich habe mich getäuscht. Einen Scheiß sehe ich. Ich dachte wirklich, das klappt. Wir wurden voll gelenkt. Na, was soll's. Na, zumindest alles ruhig. Ja, deshalb komme ich hierher, wenn mir alles zu viel wird. Also ziemlich oft, glaub mir. Schau, Aiden, sie sind wieder an. Sie geht verdammt nochmal wieder an. Siehst du das, Aiden? Siehst du? Das ist wunderschön. Ich kann's nicht glauben. Nein, ich kann's einfach nicht glauben. Lovan, siehst du das? Ich sehe es, Daniel. Ich bin an dem Aussichtspunkt. Das ist echt eine Show. Wie kommt das? 15 Jahre lang stockdunkel und auf einmal das? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Aber wir müssen es rausfinden. Dann komm kurz in die Kantine und wir reden. Ich vermisse dich wie den Schnee im Winter, Loka. Während du Biere gekippt und Barkeeperinnen gevögelt hast? Du kennst mich. Mein Spezialtalent. Wir treffen dich dort, Idiot. Irgendwas stimmt nicht. Oh nein. Oh nein, 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 nein. Mist. Was zur Hölle ist hier los? Aha, das Fischauge. Wie kommen wir da hin? Das Fischauge muss warten. Warten? Warum denn? Wir müssen die Umspannwerke prüfen. Eins ist da drüben. Auf Höhe mit dem Picard. Und das Fischauge? Hör zu. Ich will dir helfen und ich werde dir helfen. Wir machen das zusammen. Aber du musst wissen, es ist das erste... Es ist seit mehr als 10 Jahren die gleiche Situation. 10 Jahre dieser scheiß Dunkelheit. Wir müssen uns das ansehen. Wie kommen wir zum Umspannwerk? Das ist ein alter Gleitschirm. Mit ihm kommst du an Orte, wo du sonst nicht hinkommst. Folge mir einfach. Lavan, halt! Scheiße. Kann ich fliegen? Gleitschirm. Sie haben einen Gleitschirm erhalten. Er ermöglicht es Ihnen, große Entfernung in der Luft zurückzulegen. Und sicher zu landen, wenn sie außer große Höhen fallen. Halten Sie Viereck, um den Gleitschirm im Flug zu öffnen. Rückwärts ziehen, hochziehen, falls. Ja.
Der Gleichschirm erschöpft ihre Ausdauer. Wenn sie auf 0 sinkt, verliert ihr die Kontrolle über. Okay. So geht das, okay. Dann los. Nicht schlecht. Für einen Anfänger. Das ist einfacher, als es aussieht. Ich kann immer noch nicht glauben, dass das hier passiert. Ich glaube, Waltz hat irgendwie den Strom eingeschaltet. Aber warum sollte er das tun? Er hat nie jemandem geholfen. Warum sollte er den Leuten den Strom zurückgeben? Bist du sicher, dass er es war? Er hat den GRE-Schlüssel in der Autofabrik benutzt. Ich glaube, dadurch ist überall das Licht angegangen. Das ergibt Sinn. Vor Jahren hat das Militär die Anlage übernommen, um die Energiezellen auf den Hügeln zu sichern. Aber ich hatte keine Ahnung, dass man sie wieder in Gang bringt und damit die halbe Stadt mit Strom versorgen kann. Achte auf diesen Schlüssel, Aiden. Weiß der Teufel, was man noch damit machen kann. Wir beeilen uns besser mit dem Umspannwerk. Nicht schlecht. Aber du übst besser noch, wenn du mich besiegen willst. Ich wusste nicht, dass es ein Rennen war. Es ist immer ein Rennen, Aiden. Du bist noch nicht fertig.